Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Zum neuen Jahr habe ich nochmal einen kleinen Gag, den ich unbedingt loswerden wollte, schon länger mal erzählt haben wollte. Die Neugierde, die mich dazu gebracht hat, Drogen zu nehmen, hat einen Polizisten mal dazu gebracht, eine Vernehmung abbrechen zu müssen. Und zwar hat er in meiner Taschendurchsuchung bei der Festnahme so ein kleines Fläschchen gefunden mit Poppers. Poppers ist eine Flüssigkeit, wenn man die einatmet, kriegt man extremstes Rauschen auf die Ohren und das Herz schlägt schneller und das Blut rauscht halt und geht in den Kopf. Mehr macht's nicht. Ja. Das ist eine Substanz, die kann man gibt's halb legal so, also das Grauzone gibt's meistens in diesen Pornoläden oder in den Läden, wo es halt Vibratoren zu kaufen gibt und so Zeug, und da, wenn man an der Kasse fragt, haben sie es meistens unter dem Ladentisch. Ja. Poppers heißt das. Jetzt ist das so, er nimmt das Fläschchen so in die Hand und sagt, was ist denn das? So richtig aggressiv. Und ich sage, ja, ich würde da jetzt nicht dran riechen. Ja, da macht er aber natürlich auf und nimmt da richtig kräftige Nase davon. Ja. Was ist das? Was ist das? Naja, ich hab's gesagt, nicht dran ziehen, nicht riechen. Poppers ist das. Ja. Und dann hat er schnell zugemacht hin und ist raus. Und dann kam er zur Kollegin und was heißt, das war das? Und dann habe ich dem halt nur mal ruhig erklärt, ja, was das ist und welche Wirkung das hat. Und ja. Dann haben sie halt die Vernehmung abbrechen müssen. Und man darf auch nicht zu lange von der Polizei festgehalten werden, wenn die keine Beweise gegen einen haben und so. Dann lassen sie einen eigentlich zügig wieder gehen. Und da war es in dem Fall halt auch so. Der hat nichts anderes gefunden als eine Purpfeife und dieses Poppers und sonst gar nichts. Und meinte halt, er muss mich da jetzt drangsalieren da auf der Polizeidienststelle, damit ich irgendwelche Aussagen macht, bloß weil er halt eine Pfeife gefunden hat. So typisch Bayern halt. Und deswegen hat mich das schon richtig gefreut, weil er halt so neugierig war und da seine Nase reingesteckt hat, in der Hoffnung, da ist vielleicht Gras drin, Hasch drin oder irgendwas, was er vom Geruch her kennt. Ja, shit happens, ne? Ja, Leute, mehr ist es eigentlich gar nicht für heute. Die Neugierde ist, dass die Leute zu Drogen bringen. Die Neugierde ist, dass sie auf der Fall kommen. Peace out.